Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf All for Motion, heute von der Essen Motor Show, und ich habe einen Hammern BMW X5 aus der aktuellen Baureihe entdeckt. Bisschen tiefer mit geilen Felgen. Ich nehme euch mit ins Detail, ja, und bevor jemand weckert, ich habe den falschen Pulli an für viele Marken heute. Ist leider so, kann ich jetzt nicht ändern, kann ja nicht halb nackt rumlaufen. Habe ich nicht so ganz mitgedacht, gebe ich zu, aber ist halt so. Nein, geiles Auto, Hammann hat viele Details reingebracht. Auch im Innenraum zeige ich euch gleich, gehe ich so ein bisschen ins Detail. Ansonsten, ja, ich sage mal, der originale M bringt ja schon sehr viel mit, aber mehr dazu nach dem Intro. So Leute, wir fangen von außen an wie gewohnt unter der Haube, der M50 Diesel. Das heißt, wir haben hier von Hammann eine Leistungssteigerung drauf, ein Modul. Wie ihr seht, haben wir eine Tieferlegung, auch das modular, und natürlich die Hammernfelgen. Und auf der anderen Seite in einer helleren Farbe, einfach um hier auf der Motorshow einen besseren Eindruck zu kriegen, ob es ins Silber gehen soll oder eher ins Anthrazit. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Favorit ist diese Seite hier. Ich finde es irgendwie dynamischer, sportlicher. Es sind übrigens 23 Zöller, da gehe ich gleich noch näher im Detail drauf ein. Ja, der Grill vorne beim aktuellen X5, brachial, große Niere, aber lang diskutiert, habe ich in anderen Videos auch schon erwähnt. Hammann nimmt offensichtlich das BMW-Logo runter, um darauf aufmerksam zu machen, dass man hier die Hand angelegt hat. Ja, schwarz, sehr brachial, Anthrazit, wie gesagt, meine Wahl wäre Silber. Original M-Bremssättel, an der Bremsanlage hat man nichts verändert, sind 23 Zöller, sehr konkav geschwungen, also sieht man noch deutlich, wenn man von hier aus dem Blickwinkel schaut, und hinten noch mal viel, viel krasser. Bodykit mäßig die Flaps und so, alles original. Wenn wir ans Heck kommen, sehen wir abgedunkelte Heckleuchten, entfernte Embleme und hier die Hammernendrohre rechts und links. Gehen wir nochmal auf die Reifendimensionen ein. An der Hinterachse haben wir 315/25 ZR23, was schon echt eine wirklich krasse Breite ist. Schließt aber bündig ab mit dem Original-Paket, M-Paket. Hier noch das Original-Logo vom M-Package. Und an der Vorderachse haben wir ebenfalls 315/25 23, obwohl die Felge nicht so tief reinzieht, also sprich nicht ganz so konkav ist wie die an der Hinterachse. So, wenn wir in den Innenraum gehen, dann sehen wir schon, hier unten begrüßt uns das Hammann-Logo, das heißt Hammann-Fußmatten. Wir haben hier Hammann-Fußstütze, die Pedalerie ist geändert,
Hier ein Harman-Emblem entsprechend auf dem Lenkrad und ansonsten original BMW-Leder. Was ich beim Zumachen gerade sehe, hier oben ist eine X5, ein X5-Logo eingeprägt. Ist mir so auch noch nie aufgefallen, wenn man offensichtlich die Karosserien im Werk nicht verwechselt, ich weiß es nicht. So Leute, das war's von mir und dem X5 M50D. Muss ich ganz ehrlich sagen, schönes Auto, die sagte, habe ich schon erwähnt, gefällt mir persönlich besser, finde ich dynamischer, sportlicher, passt auch besser zu diesen Chromleisten. Von dem her muss ich sagen, meine favorisierte Seite, aber kommentiert ruhig mal drunter, was euch besser gefällt. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, teilen und liken. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, bis bald, ciao, ciao.